Damit ein herzliches Willkommen hier aus Monza. Es ist das letzte Mal, dass wir in unserer F1 Audi-Karriere in den königlichen Park einziehen werden. Es ist schon ein bisschen Wehmut, aber ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass diese Rennen nie einfach sind. Und auch heute wird es eine sehr, sehr schwierige Partie werden. Aber dazu später mehr. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut auch gern auf Social Media vorbei. 5,7 Kilometer, 11 Kurven. Und zwei DRS-Zonen machen diese Strecke eigentlich zu einem Highspeed-Tempel, den es so in der Formel 1 kein zweites Mal gibt. Eine unfassbar spaßige Strecke. Jetzt müssen wir uns aber mal durchs Qualifying kämpfen. Der Motor ist ein bisschen angeschlagen. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, Instagram und TikTok. Alles ist unten verlinkt. Auf der langen Start- und Zielgeraden kommen wir auf unfassbare 364 km/h, bevor wir dann in Turn 1 ein bisschen verfrüht einlenken, dann nochmal nachlenken. Das kostet ein bisschen Zeit. Mein erster Run hat mich auf dem 9. Platz gebracht. Der Teamkollege sogar nur auf den 11. Aber ich weiß auch, dass ich gerade in den beiden Lesmo-Kurven ein bisschen Zeit liegen lassen habe. Jetzt hier, diese Kurve ist auch verdammt schwierig. Den Körper ein bisschen cutten und das kostet noch mehr Zeit. Leute, ich muss irgendwo Zeit finden. Das Lesmo 1 ist abgeschlossen. Da konnte ich schon ein paar Zehntel finden und Lesmo 2, yes Leute, da gehen wir mit einer Zehntel sogar mit einem Minus raus. Ascari auch nochmal so eine Kurve, bitte Mann, mach uns ein bisschen Platz, geh nicht zur Seite oder gönn uns sogar noch Windschatten, das wäre natürlich noch besser. Auch hier komme ich verdammt gut durch, der vor mir gibt mir sogar Windschatten, es ist Jack Doohan in Williams, oh mein Gott Mann, eine Zehntel schenkt er mir da. Und jetzt geht's in die Parabolika rein. Nur ein guter Exit würde uns hier tatsächlich weit nach vorne bringen. War jetzt eher ein mittelmäßiger Exit. Wir bleiben auf knappen 4 Zehntel und gucken uns mal die Startaufstellung an. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Pierre Gasly von der Pole. Und vom Platz daneben startet George Russell. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hauge, Verstappen, Sainz, Tsunoda, Norris, Theo Pourchaire, Leclerc, Oscar Piastri, der Wissenschaftler, Stroll, Ocon, Drugovic, Daruvala, Joe, Liam Lawson, De Vries, Doohan, Sargent, Albon und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir also nun im Starting Grid unseres Italien Grand Prix. Lights out und let's go. Es ist nur der 11. Platz geworden und das ist wirklich eine Riesenverwunderung. Die Mercedes und die Ferrari hatten hier einen wirklich schlechten Start, aber jetzt kann ich hier nicht weiter. Denn Yuki Pourchaire und der Mercedes, da links ist war Norris, blockieren so ein bisschen Turn 1. Wir bremsen hier sehr früh, es ist ganz, ganz eng. Gelbe Flagge ist auch typisch und der rattert da über den Körb drüber. Yuki Tsunoda. Nicht, dass er uns da noch in den Seitenkasten reinfährt. Gott sei Dank alles gut gegangen. Wir bleiben hier oder gehen jetzt mal nach auf den 9. Platz vor. Das wird heute auf jeden Fall eine harte Partie, denn ich weiß halt, im Qualifying habe ich alles gegeben. Es war zwar der ein oder andere Fehler drin, aber ja, mit diesem Abstand hätte ich das nie im Leben hinbekommen. Wir müssen uns auf jeden Fall hier anstrengen. Auch die Ferrari bären stark, aber nicht weit vorne. Das wundert mich auch tatsächlich. Leute, und jetzt hier saugen wir uns schon allmählich an den Ferrari dran. Könnten wir tatsächlich heute wieder punkten, nachdem das letzte Rennen tatsächlich eine, ja, eher Katastrophe gewesen ist. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, guckt gerne oben rechts vorbei, aber ich sage nur, die Regenhölle von Zandvoort, das war wirklich eine unfassbar krasse Erfahrung, was da alles abging in den letzten paar Runden. Und hier geht es auch ordentlich ab. Ich gehe ein bisschen zu weit, der Mercedes sieht hier nicht die Chance. Und ja, geht dann natürlich direkt rein, wenn ich da so einen großen Schnitt einbaue, macht das natürlich nicht viel her. Hier machen wir aber den Switchback und da vorne gibt es direkt einen Dreierkampf zwischen Leclerc, Norris und, wer ist der Dritte? Theo Pourchaire, auch weit vorne, nicht weit vorne. Weg ist auch noch Carlos Sainz. Hier in der ersten Kurve gehen wir ganz, ganz nah an Leclerc vorbei und überholen den Ferrari. Das ist, glaube ich, nicht gern gesehen. Aber das Gute ist, wir haben auch einen Ferrari Motormag. Und lights out. Und wir gucken uns hier die Replay an. Der McLaren auf der Pole ist richtig schlecht gestartet. Auch mein Start war nicht so gut. Was soll ich sagen?
da hat sich Max aber ganz schön weit vorne qualifiziert. Da ist er aus der zweiten Startreihe gestartet. Das war schon sehr gut und der ist auch gut weggekommen. Ich hier ganz im Getummel. Turn 1 war schon sehr eng und der rattert da wirklich komplett über den Körb drüber. Aber da gab es auch glücklicherweise keine Berührung oder irgendwie was Schlimmeres. Das ist auch immer ganz wichtig. Der Unterboden ist so schnell kaputt in diesen Formel 1. Und vor mir dann sehe ich die große Chance, den Ferrari anzugreifen. War aber jetzt noch nicht in Schlagdistanz. Und das Coole ist natürlich, dass die da im Viererfight sind. Ich komme bis an den Paraboliker zu weit raus. Da muss ich aber auch sagen, glücklicherweise ist da alles gut gegangen. Wir sind mittlerweile in der dritten Runde. Ich war ja vorhin schon an Charles Leclerc vorbei und jetzt vor mir Lando Norris. Der ist auch wieder in dieser Kampfgruppe drinnen. Norris kämpft mit Puschier, aber auch Max ist da nicht weit weg. Und ich muss mich da so ein bisschen dran arbeiten, hoffen auch, dass ich da irgendwann genug Platz bekomme oder nah genug dran bin, denn natürlich ist das auch, ja, Stichwort DRS Train, da musst du halt so aufpassen und da fahren halt alle, ja, was ist jetzt los, alle sind hier so, da ist es ganz, ganz langsam und wir können hier, ja, und jetzt auf einmal zündet Norris den Tornado, den Torpedo, das ist ein Wahnsinn, wie schnell der ist, auch Puschier noch, schaffen wir den auch noch in Paraboliker rein? Nein, das geht sich nicht aus. Aber immerhin Norris, ich weiß nicht genau, warum es jetzt hier auf einmal so langsam wurde. Aber da danke ich natürlich allen Beteiligten da. Und jetzt Puschier, Windschatten, das reicht. Wir ziehen uns hier dran. Können wir Richtung Turn 1 da was machen? Roger Sainz und Verstappen und auch noch Russell. Das ist ganz, ganz eng hier in Turn 1. Und wir gehen hier an Puschier vorbei, übernehmen den sechsten Platz und Ende nicht in Sicht. Hogger und Sainz jetzt auch noch im Fight hier miteinander. Was machen wir? So, ich war Gott sei Dank noch mit einem Reifen da drauf. Das war eine ganz, ganz enge Harakiri-Geschichte. Also wirklich, das war sehr, sehr eng. Und ich mag solche, ja, ich mag es natürlich, wenn ein paar im Fight sind. Gucken wir uns nochmal ein paar Replays an. Das war hier gegen Yuki Tsunoda. Der hat sich hier gut, gemacht. Und in Turn 1 konnte ich da tatsächlich außen, ja, den größeren Radius hatte ich da zuerst natürlich und dann innen den kürzeren. Und ja, Leclerc zieht dann schlussendlich den kürzeren, was mich natürlich hier zu einem Sieger macht. Das finde ich cool. Können wir auf jeden Fall so weitermachen. Würde ich auch gerne so beibehalten. Macht richtig Spaß, hier sich durchkämpfen zu können, wenn man ein Auto hat, was dann konkurrenzfähig ist. Gerade aber im Mittelsektor verliere ich ein bisschen Zeit. Das fällt mir auch immer wieder auf. Also, dass ich gerade da nicht on point mit der Pace bin. Also, die Pace ist da jetzt nicht, ja, gerade sehr stabil. Wir sind mittlerweile in der siebten Runde und die Kampfgruppe vor mir, die löst sich nicht auf. Es hat sich ein wahrer DRS-Train um den zweiten Platz gebildet mit Russell, Verstappen und Hauger. Aber auch ich bin jetzt da im Sekundenfenster mit dabei. Noch nicht ganz in Kampffreude und die gehen zu dritt in Turn 1 rein. Kann ich Profit hier draus schlagen? Und ich probiere mich hier mal, ja, dieser zu weit neben die Strecke dass ich zu weit neben die Strecke gekommen bin, war jetzt natürlich eher semi-gut, also das war ein großer Fehler. George Russell jetzt hier vor mir, da kann ich jetzt noch nicht reingehen, ich bin da viel zu weit weg. Max Verstappen hier immer noch der große Sieger aktuell von dieser Kampfgruppe, der führt die nämlich aktuell mal an, aber das kann ganz schnell gehen. Eine DRS-Zone, du kannst zwei oder sogar mich noch verlieren und der ist dann auf einmal von 2 auf 5 oder so und das ist dann noch viel, viel schlimmer. Das würde ich ihm natürlich nicht wünschen, denn es sind auch wichtige Konstrukteurspunkte, die da verloren gingen. Das heutige Rennen generell auch ganz, ganz schwierig. Ich gehe in die Box rein, probiere die Kampfgruppe zum Undercutten. Das wäre natürlich der Traum, das Traumszenario, wenn ich das schaffen würde. Wir waren nicht weit weg, es war immer nur um eine knappe Sekunde. Vielleicht reicht es, um da was machen zu können. Lila mal hier ganz wichtig. Jungs, bitte verscheißt das nicht. Das war top. 2,2 Sekunden Standzeit. Wir bleiben nicht mal letzter, weil Carlos Sainz und auch Jack Doohan sich entschieden haben, jetzt schon reinzukommen. 10 Runden. Ich glaube, das sollte dieser gelbe Reifen locker schaffen. Reifenprobleme waren auch jetzt hier in Monza, glaube ich, noch nie so ein großes Thema. Jetzt sind wir mal 19. Ein bisschen fetzen, aber ich will auch die schnellste Rennrunde. Das bedeutet, ich muss kontrolliert fetzen, sonst,
wird mir das ES nicht überbleiben, aber wir werden auch hier in der Runde das ES nehmen, denn Grid Position ist meiner Meinung nach ein bisschen wichtiger als dieser eine läppische Zähler für die schnellste Rennrunde. Jetzt ist die Spitze in der Box und nein, wir waren schon drinnen. Ich habe die schnellste Rennrunde und ich bin vor Max Verstappen rausgekommen, vor Dennis Hauger und auch vor George Russell. Ganz, ganz knapp, Pierre Gasly, der ist by the way, der das Rennen angeführt hat. Also wir haben einen Riesensprung nach vorne gemacht, auch wenn Pierre Boucher noch nicht in der Box war. Ich bin im Sekundenfenster von Pierre Gasly, der hat das Rennen angeführt, Leute. Und wir sind jetzt einfach mit diesem Undercut hier auf einen sensationellen zweiten Platz, wenn dann Boucher in die Box kommt, haben uns da undercutet. Das war wirklich der Undercut der Hölle. Und ja, Gasly jetzt auch noch mit dem weißen Reifen. Es ist eine lange Distanz, das sei auf jeden Fall gesagt. Das Ding ist halt, gerade jetzt sollte ich den wesentlich besseren Reifen haben, weil er natürlich auch noch den kälteren hat. Mal schauen, ob das was wird. Sainz holt sich die schnellste Rennrunde natürlich. Jetzt hier im Windschatten geht der erste Angriff an. Pierre Gasly, der deckt ihnen ab. Natürlich deckt er ihnen ab. Ich probiere hier mal was anderes, einen Switch, aber das, ja, das war ja nicht so gut. Das war, ja, scheiße. Okay, lasst es uns, ja, am Schopf packen. Das war einfach nur grottig. Pierre Gasly weiß natürlich auch, wo der Hase läuft. Der hat hier seinen einzigen Sieg gefeiert. Im AlphaTauri damals. Und ich glaube, es war auch der einzige Sieg für AlphaTauri All-In. Nein, ich komme hier in das Kran, in diesen Kieszeug rein. Das ist schon einigen Fahrern zum Verhängnis worden. Ich hoffe natürlich, dass ich im DRS-Fenster bleiben kann. Das ist natürlich meine Lebensversicherung. Dennoch hinter mir tut sich einiges. Dennis Hauger ist mittlerweile in Schlagdistanz. Wir sind 3 Runden vor Schluss. Meine Reifen sind sowas wie von am Ende. Und Gaslys Reifen vermutlich jetzt gerade mal im richtigen Temperaturfenster. Das Gute ist, ich kann mich immer noch halten. Das Schlechte ist, auch Dennis Hauger wartet nur auf einen Fehler, dass er uns da angreifen kann. Jetzt setzen wir uns hier mit der besseren Linie. Und da bleibt er mitten in der Kurve fast stehen. Und ich verliere da wertvolle Zeit auch auf dem Hintermann. Ich glaube, der macht das schon langsam mit ein bisschen Absicht. Safety Car, 3 Runden vor Schluss. Da gibt es einen Stau in Turn 1. Scheiße. Das kann natürlich jetzt gut sein, aber auch schlecht sein für uns. Die Reifen sind alles andere als gut. Yuki scheidet aus, obwohl der Safety Car jetzt reingeht. Das ist natürlich ein Top-Timing. Also das hätte nicht schlechter laufen können. Vielleicht kann ich es hier aufs Maximum rausreizen, um Pierre Gasly hier auf Startziel zu überholen. Es ist wieder grün, wir hatten einen guten Restart. Ich gehe an die linke Seite, weil ich auch vorhin gesehen habe, dass das bei Leclerc so gut geklappt hat. Und das reicht, Leute. Wir gehen hier in Turn 1. Boah, da bin ich weit gegangen. An Pierre Gasly vorbei. Ich übernehme die Führung hier in Monza. Das ist aber natürlich noch nicht gegessen. Wir haben noch 2 Runden zu fahren. Und Gasly hat die frischeren Reifen, Leute. Guckt euch mal an, wie der da angeschossen kommt. An der Innenseite, obwohl ich das ES aufgedreht habe. Wird sich das noch überhaupt ausgehen, um hier die Nase vorne zu halten? Es geht sich aus. Wir machen hier auch innen genug Platz, können aber jetzt mal kurz durchschnaufen. Denn dadurch, dass er da reinhalten wollte, hat er da wertvolle Zeit verloren. Wir sind jetzt mit 18. Vorsprung vor Pierre Gasly, aber wir haben die komplette McLaren-Power hinter uns. Max Verstappen könnte auch noch mit viel Glück aufs Podium kommen. Das würde mich freuen. Aber aktuell sieht alles nach einem Doppelpodium für McLaren aus. Ob es auch der Doppelsieg werden wird oder generell ein Sieg werden wird, weiß ich nicht. Hier aus der Parabolik raus geht es in die letzte Runde rein. Und wir gehen nebeneinander über die Start- und Ziellinie. Mein Motor ist gelb, die müssen wir jetzt auch austauschen im nächsten Rennen. Jetzt heißt es, wer bremst später, wer verbremst sich nicht, wer hat die bessere Linie. Es geht Richtung Turn 1. Da könnte ich mich behaupten, es könnte so toll sein, wenn ich aus Ascari noch ordentlich rauskomme, diese lange Geraden schaffe und vor der Parabolika nicht überholt werde, könnten wir das Ganze heute auch noch gewinnen. Aber das ist noch ein viel Kette wäre wenn, also da müssen wir noch einmal kurz Arschbacken zusammenkneifen. Das wird noch eine harte Nuss. Hier leicht verbremst, Pierre Gasly ist wirklich on point, ist immer noch im Sekundenfenster easy drinnen, 4 Zehntel sind das. Und jetzt geht's auf die Ascari-Geraden. Ja, da ist er unter 3 Zehntel. Guckt euch das mal an. Jetzt sogar unter 2 Zehntel. Der wagt hier einen Angriff. Aber kann nicht ganz die Pace mitnehmen von dem McLaren. Jetzt hier aus der Ascari-Schikane raus. Der war okay, der Exit.
Nee, setz dich hier links neben uns und das ist sogar nicht die bessere Linie. Wir gucken uns noch ein paar Replays an. Jetzt geht's aber mal in die Parabolika rein. Jetzt heißt es noch einmal All-In. Könnte ich mich hier behaupten, es reicht hier tatsächlich, um vorne zu bleiben. Ich schalte hier und wir gehen. Oh nein, und ich drehe mich hier weg. Nein, er war doch ein komplettes Auto hinten. Wo werden wir landen? Nein, der dritte Platz. Wir gucken uns das Ganze noch einmal an. Das ist wirklich verdammt bitter. Ich war doch mit dem gesamten Auto vorne. Und wie hat er das überhaupt geschafft, so schnell an der Innenseite zu sein? Also das hat mich dann tatsächlich gewundert. Ja, ich war dann doch... Ja, das war schon sehr, sehr aggressiv hier von mir. Und ich habe dafür bezahlt. Das war der Sieg hier beim Großen Preis von Italien. Auf eine Leistung wie diese bei einem so historischen Rennen, da kann man wirklich stolz sein. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Ja, das wirkt sich dann natürlich auch ein bisschen auf diesen WM-Stand aus. Max Verstappen ist nur Fünfter geworden, ich nur Dritter. Und wir verlieren da tatsächlich wertvolle Punkte an das McLaren-Team, denn die holen da das Maximum, fast das Maximum raus. Mit 43 Zählern holen sie da immerhin ohne das schnellste Rennen und das Maximum. Aber auch, Gott sei Dank, Glück im Unglück. Ich bin mit 101 Punkten vor Yuki Tsunoda in der Weltmeisterschaft. Also, ich kann mir das auch Gott sei Dank erlauben, aber das war absolut nicht mit Absicht. Also ich war selbst überrascht, als ich da quer über die Ziellinie gefahren bin und mir dachte so, what the fuck? Das war wirklich, ist natürlich ein bisschen schade, wenn du da so lange kämpfst und dann gegen einen Trittbrettfahrer, der da auf dem dritten Platz sich irgendwie, auf dem zweiten Platz sich da irgendwie das ergaunert. Ach, es ist dumm von mir gewesen. Ich hätte einfach nichts abdecken dürfen und hätte so ein bisschen auf Fotofinish hoffen müssen. Ich war ja auch weit vorne, das hätte sich schon irgendwie ausgegangen. Aber ich war fest überzeugt, er war links. Ich war dann auch irgendwie, dachte ich mir, ich decke ihn rechts ab, aber dann war das anscheinend zu wenig Platz. Ähnlich wie in Brasilien letzte Season im Sprint. Guckt doch gerne da oben rechts vorbei, die ist alles in der Playlist drinnen. Für heute war es das aber mal. Wir haben eine wirklich lange, lange Season noch vor uns. Und es kann noch vieles passieren, das will ich auf jeden Fall, ja, nicht auch vorenthalten. Für heute soll es aber dennoch gewesen sein. Der Motor ist schon durch. Wir werden den auch ein bisschen upgraden. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne auf Social Media vorbei, auf Instagram, auf TikTok. Links wie immer alle unten in der Bio. IT-Gaming auf Instagram, aber vor allem auch gerne auf EZ-Tobi auf TikTok. Links wie immer alle unten. Vielen, vielen Dank. Seid auch gerne morgen oder später auf TikTok noch einmal hier. Alles rund um die Formel 1 dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.